Ein weiterer Grund für ein schlechtes Ende sind die Sünden. Möge Allah uns von den Sünden fernhalten. Wenn du mit einer Sünde stirbst, so sei dir sicher, Allah hat kein gutes Ende für dich bestimmt. Eine Schwester, sie erzählt, ich war kurz davor zu heiraten. Und in 3 Monaten sollte meine Heirat stattfinden. Also wusste ich, dass wenn ich heirate, dass ich dann nicht mehr das tun kann, was ich jetzt tue. Bevor ich in das Gefängnis komme, tobe ich mich nochmal richtig aus. Bevor ich in das Gefängnis komme, sie sieht eine Heirat als Gefängnis, tobe ich mich nochmal richtig aus. Und sie sagte, ich hatte in der Zeit mehrere Freunde gehabt. Wie viele muslimische Mädchen, ich rede nicht über die Kuffar-Frau, wie viele muslimische Mädchen finden wir heute, die noch mit 15 oder 16 Jahre Jungfrauen sind? Wie viele, liebe Geschwister? Möge Allah unsere muslimischen Frauen recht leiten. Subhanallah al-Azim, sie sagte, ich werde in 3 Monaten heiraten, aber bis dahin wollte ich mich austoben. Also, sie hatten ihre Freunde miteinander gehabt. Eines Tages rief sie ihre Freundin an und sie weinte sehr viel. Ihre Freundin kam zu ihr und sie sagte zu ihr, warum weinst du? Du hast keinen Grund zum Weinen. Du wirst in 3 Monaten heiraten. Sie sagte, ich bin schwanger geworden. Ich bin schwanger geworden und ich werde in 3 Monaten heiraten. Wenn meine Eltern das herausbekommen, so wird das schwer für mich sein. Wie soll ich das tun? Dann sagte die Freundin so zu ihr, von wem bist du schwanger? Von deinem Mann, den du heiraten wirst? Sie sagte, nein, nein, er kommt mir nicht zu nah. Er wird sich nicht nähern, bis er mit mir heiratet. Dann ging sie mit ihrer Freundin durch die gesamte Stadt und sie suchte nach einem Arzt, der abtreibt. Schaut mal, eine Sünde nach der anderen. Alles fängt mit der Sünde an, liebe Geschwister. Aber die gesamten Ärzte haben das abgelehnt und auch die Krankenhäuser. Die Schwester sagte, wir hätten alles bezahlt, damit das Kind nur abgetrieben wird. Wir hätten alles getan, damit das Kind nur abgetrieben wird. Schaut mal, wie Allah Azza wa Jal so eine Person prüft. Und diese Person sagte, von Tag zu Tag stieg der Kummer und stiegen meine Sorgen, denn die Zeit nahte, an dem der Hochzeitstermin stattfinden wird. Eines Tages rief die Mutter von dieser Frau an, die Unzucht gemacht hat. Sie rief ihre Freundin an und sie sagte zu ihr, du musst sofort hierher kommen. Die Freundin sagte, was ist los? Sie sagte, wir sind gestern Abend in das Zimmer von diesem Mädchen hereingekommen und sie lag auf dem Boden, regungslos. Da brachten wir sie in ein Krankenhaus herein und die sagten uns, dass sie seit gestern Abend tot ist. Sie hat eine Überdosis von giftigen Tabletten genommen. Schaut mal das an. Was ist das für ein Ende, liebe Geschwister? Subhanallah al-Azim, alles fängt mit der Sinne an. Und Allah Azza wa Jal, er hat diese Sinne scharf kritisiert im Koran. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقَّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِلْقَ أَثَامًا. Und diejenigen, die nicht neben Allah andere Götter stellen, schaut mal, welche Sünden Allah aufstellt, und die nicht eine unschuldige Seele töten, außer die Allah erlaubt hat zu töten. Und die keine Sinner betreiben. Schaut mal, mit welchen großen Sünden Allah die Sinner in Verbindung bringt. Und die nicht Sinner machen. Denn diejenigen, die dieses tun, sie werden die Folgen ihrer Strafe kosten. Die Gelehrten sagen, Wad fi Jahannam, ein Tal in Jahannam. Und dieser Tal ist so schlimm, dass Jahannam selber, das Höllenfeuer, Zuflucht sucht vor diesem Tal. Sagt, ja Allah, dieser Tal ist zu schwer für mich. Jahannam macht diesen Dua bei Allah. Erleichter mir die Sache. Wal-Iyadu Billah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, liebe Geschwister, nachdem er sagt, dass diese Leute diese Strafe kosten werden, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, liebe Geschwister, dass diese Leute, wal-Iyadu Billah, yudaf lahu al-adabu yawm al-qiyamah. Ihm wird die Strafe vervielfacht am Tage der Auferstehung. Unter anderem diejenigen, die Sinner machen. Ihm wird die Strafe vervielfacht am Tage der Auferstehung. Bitte, sag mir, was ist eine einfache Strafe bei Allah? Diese einfache Strafe können wir nicht ertragen. Was dann eine mehrfache Strafe von der einfachen Strafe? Möge Allah uns schützen. Subhanallah al-Azim. Wa yakhlud fihi. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Und er wird für ewig darin bleiben. Wa yakhlud fihi. Muhana. Muhana bedeutet, dass er, wal-Iyadu Billah, erniedrigt in Jahannam sein wird. Erniedrigt wird er in Jahannam sein, liebe Geschwister. Aber kein Muslim, der mit Tawhid stirbt, mit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah,
wird für ewig ins Feuerfeuer gehen. Außer er macht Schirk kurz vor seinem Ende. Und deswegen, liebe Geschwister, sollen wir aufpassen, dass wir nicht bei einer Sünde sterben. Denn eine Sünde ist kein gutes Zeichen, wenn wir dabei sterben.